Das ist my final form. Hallo. Ich kann nicht laut schreien, aber das ist ein Evil My Final Form. Hier ist nur ein kleiner Vegeta-Squid. Willkommen zurück zu Splatoon. Gestern kam keine Folge, ich weiß, und ich habe auch nicht wirklich groß gespielt in letzter Zeit. Wie man auch sieht. Ich werde wahrscheinlich noch mit Herr DK heute Abend noch mal eine Folge aufnehmen. Also könnt ihr euch darauf freuen. Und ansonsten muss ich euch drei coole Sachen zeigen, die mich auch mitunter groß inspirieren, das Projekt auf jeden Fall weiterzumachen. Auch wenn ich so noch Lust habe, so ist es hier nicht. Ich kam nur gestern und vorgestern gar nicht zum Spielen und heute ist es auch schon recht spät. Aber ich glaube, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, deswegen kann ich auch wieder eine Folge aufnehmen. Stressiges Leben hier, stressig. Wir haben nämlich, oder ich habe nämlich, drei super, super coole Splatoon-Fanarts bekommen in letzter Zeit. Eins war schon auf dem Thumbnail zu sehen. Ja, genau, eins davon. Ich zeige erstmal das Neueste, was noch die nur die Twitter-Follower bisher kennen. Das ist von Temello. Das wurde mir nach der Runde mit Mr. Moore, also gerade eben eigentlich geschickt, heute um 14 Uhr. Ja, mit Mr. Moore, GLP und mir. Finde ich super cool. Das wird wahrscheinlich auch auf dem Thumbnail heute drauf sein. Dann habe ich das hier bekommen von Maker Animated. Der hat es mir einfach gebastelt, weil ich sein Avatar auch cool fand und dann mal Rimmagon gefragt hatte, ob er mir so ein Squid-Bild malen kann, weil Rimmagon hat mir schon ein paar Avatare gemalt und der malt so super und so toll und deswegen habe ich den gefragt, ob er mir ein Squid malt. So ein Inkboy. Und das hat er auch gemacht, der war auf dem Thumbnail der letzten Folge, das war dieses Bild hier. Das hat Rimmagon für mich gemalt. Da ist sogar der Play-Button auf den Schuhen drauf und sowas. Finde ich super, super cool. Ist echt super cool geworden. Genau, das sind die drei Sachen, die ich gezeigt haben wollte. Ansonsten werden wir heute Ranked spielen mit dem Enzep, damit ich wieder ein bisschen Kohle bekomme. Weil ich habe nicht dazu. Ich wollte mir diesen scheiß Helm und alles holen, aber ich kam einfach nicht dazu. Und ich kann ja nicht mal mit der Waffe spielen, mit der ich spielen wollte. Einfach weil ich kein Geld habe. Und weil ich im Zeitstress bin, habe ich... Achso, ich muss die einfach nur ausrüsten. Ups. Ja, das machen wir doch jetzt. Wir schauen noch kurz mal durch die Kleidungsläden. Auch wenn wir uns eh nichts kaufen können. Einfach kurz einmal durchscrollen, ist ja nicht schwer. So. Gibt es hier irgendwas Cooles? Oh, aber der gefällt mir eigentlich recht gut. Die Kopfhörer haben wir ja schon. Den kennen wir schon. Hier gibt es wieder die goldenen Schuhe. Die haben wir uns ja geholt, weil die so stylisch sind. Nö, gefällt mir nicht. Ich habe übrigens in einer der Folgen diese Schuhe als orange betitelt. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Jetzt sind sie auch für mich auf jeden Fall auch rot. Ich bin einfach halt ein bisschen blind. Nö. Nix so geilomäßiges dabei, habe ich mir schon gedacht. Aber sobald ich Level 20 bin und dann kann ich jede Kleidung hochleveln, das ist ja richtig cool. Ich spiele wieder gerne mit den Kopfhörern, weil die mir am besten gefallen. Das Oberteil nehme ich einfach mal den hier. Obwohl, lassen wir die Jacke, die ist eigentlich ziemlich cool von dem Boni. Und die Schuhe sind eigentlich auch extrem cool von dem Boni. Direkt spielen wir mal so. Habe ich die Waffe gewechselt? Ich glaube, ich habe die Waffe nicht gewechselt. Ich bin dumm. Dumm, dumm, dumm. So. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen Amok schießen. Ja, Allergie nervt mich immer noch zu Tode, wie in den letzten paar Folgen auch schon, aber... Das ist ja nicht so tragisch. Ich habe irgendwie mal einen 25er Winstreak gesehen, auf einem Screenshot, den Nintendo retweetet hat. Das muss man auch mal schaffen. Aber man verliert, glaube ich, den gesamten Streak nicht, wenn man verliert, sondern man kriegt immer nur einen halben abgezogen. Also wenn man lang genug am Stück spielt, geht es. Aber ich habe nie die Motivation, 100 Stunden am Stück zu spielen. So, Kämpfe werden gesucht. Mittlerweile sollte sich das Rangsystem ja eingepegelt haben, so viele Tage, wie es jetzt schon da ist. Morgen kommt wieder eine neue Map. Da freue ich mich auch schon drauf. Ach, guck mal, da ist der MKC-King. Und 1000 Namen, die man nicht aussprechen kann. Cool. Es gibt kein Spiel auf der Welt, wo ich so viele japanische Mitspieler habe. Ich finde es krass. Doch, bei Mario Kart. Bei Mario Kart hatte ich auch extrem viele. Mario Kart habe ich den Wii-Teil auf super viel online gespielt. Das weiß ich noch. Da war ich sogar recht gut, würde ich mal sagen. Aber es ist so lange her, dass ich wahrscheinlich jetzt mittlerweile kacke bin. Deswegen, ja. Brauchen wir nicht weiter damit anzugeben. Oh, das ist cool. Das ist cool, um voranzukommen. Au. Dich habe ich nicht mal gesehen. Sind jetzt hier so viele Super-Killer-Mega-Spieler dabei, die mich alle nur vernichten durchgehen. Ach, das ist der Heilbutthafen beim Rangkampf. Was ist das denn für ein Schmonzo?
So, machen wir jetzt mit die beiden weg. Wie schwer ist das denn? Der eine Punkt ist ganz da hinten, der andere ist hier. Was ist das denn? Das ist doch unmöglich, beide Punkte zu halten. Oh, und das ist da oben einer. Ich habe mich schon gewundert, wo die Geräusche herkommen. Der MKC-King hat mich besiegt. Hätte ich den aufgehalten, hätten wir jetzt... Ach, wir haben kurz gehabt. Das ist ja wenigstens nice. Okay, ich habe einen getroffen und wurde dann von dem da scheinbar getötet. Ohne zu checken, wie. Oh Gott, ist die Map eklig. Was? BTF? Wie gut hat er mich getroffen? Oh Mann. Haben wir die Zeit angehalten? Ja, wenigstens etwas. Dann versuche ich mal mit zu deffen hier. Ja, das Spiel aufdecken ist hier irgendwie gerade ziemlich wichtig. Oh ne, es leckt wieder. Ich kann nichts einfärben. Ich kann nichts einfärben. Der MKC-King, der ist aber gut. Ja, trotzdem geht das Einfärben gerade nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Nein! Mit dir doch nicht. Ach, das ist der von uns. Mit dem Kreis drauf. Ups. Oh, was macht denn mein Team? Ist schon wieder einer dauerhaft gelieft aus meinem Team? Man lief doch nicht einfach im Rank. Ah, nee, ist er nicht. Okay. Wollte mich schon beschweren. Okay, Ende. Haben die komplett gewonnen? Dominiert? Haben die dominiert? Ja, haben sie scheinbar. Und kabumm. Ja, haben sie. Okay. Nee. Mittlerweile spielen die Leute, glaube ich, so gut, dass mir das Spiel anfängt, weniger Spaß zu machen. Ich habe Angst zumindest davor. Aber schauen wir mal, ob noch gute Runden rauskommen. Ich glaube, wenn man ein gutes Team hat, kommen immer noch gute Runden raus. Aber jetzt benutzen wenige. Es sind schon fast alle diese... Diese Runde haben sehr viele diese Technik benutzt, die ich schon benutzt habe vor ein paar Tagen. Wo ich mich immer halt in Deckung gehalten habe und dann einfach rausgelookt habe. Ich finde es ja nicht schlimm. Es wird nur schwerer. Ach, dann rutsche ich halt einfach in den C-Bereich zurück. Ich glaube, am ersten Tag wäre es am einfachsten, in den A-Rang zu kommen. Weil einfach alle, die viel spielen, in den A-Rang kommen. Denke ich mal. Wie das halbe Match fehlt. Naja, vielleicht habe ich einen MKC-King bei mir im Team. Dann kinkt der mit mir rum. Wäre doch schön. Ah, nochmal zwei. Fehlen noch zwei. Der Roller-Mongo, der da die ganze Zeit gekämpft hat, ist aber auf jeden Fall nicht mehr im Match. Der hatte nämlich einen Namen, den ich erkennen konnte. Der hat nämlich so ein Dach und ein Ist-Gleich-Zeichen. Oh, RMRF. Guter Name. So, dann schauen wir mal. Vielleicht wird die Runde besser. Ich versuche die Runde mal auf 18 Minuten zu halten oder so, weil ich die echt noch hochladen muss. Oder vielleicht höre ich nach dem Match auf. Ich glaube, die Folge hört heute nach dem Match auf. Dass wir... Zwei Runden? Ich weiß nicht. Ich muss es halt kürzer machen, damit es einfach hochgeladen werden kann. Es tut mir leid. Besser als gar kein Video. Denkt euch einfach, besser als gar kein Video. Auch wenn ihr schon vorher schreibt, wahrscheinlich bevor die Folge überhaupt vorbei ist. Warum ist das Video so kurz?
überhaupt nicht auffällig. Ich schau einfach mal. Das hat geklappt. Aua. Ich hatte so Panik, weil mein ganzer Rand immer eingefärbt war und ich wollte fliehen müssen und... Ah. Aber gut. Ja, diesmal hüpfe ich mal. Das habe ich irgendwie in der letzten Runde gar nicht gemacht, aber... Ja, danke. Den muss ich auch mal spielen. Diesen Explosionsradius Blaster auf Doom und Destruction. Hä? Was? Oh Gott, ich habe nicht mal gecheckt, dass die rüberkam. Ich habe doch eine Granate geworfen. Die können sie doch nicht einfach so aggressiv spielen. Ah! Okay. Ich mache aber kein nie wieder das Platoon. Ich sterbe die ganze Zeit wie so ein Deppel. Deppel-Doppel. Ende? Wir haben gewonnen? Komplett? Okay. Ich habe nichts dazu beigetragen. Außer mal ein paar Feinde zu töten. Aber genießen wir die Punkte. Dann gibt's noch eine Runde. Ich habe gerade irgendwie damit gerechnet, dass es 3 Minuten dauert, bis wir gewinnen, aber tut's ja gar nicht. Ja. 8 Punkte dazu bekommen. Und Geld. Boah, man kriegt so viel Geld, wenn man gewinnt. Das ist so krass. Ja, fortsetzen. Gib mir mehr Geld. Huch. Oh, guck mal, ich habe mit Leertaste das Bild angemacht. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Ich wusste gar nicht, dass ich die mit Leertaste anmachen kann. Vielleicht, weil ich das Ding angeklickt habe. Machen wir uns einfach einen Energy Drink auf. Was für ein Energy Drink, fragt ihr? Das ist Waldmeister von PowerPoint Energy Drink. Das ist irgendwas, was ich mir mal Amazon bestellt habe, weil es, ich hasse große Energy Drinks und das sind 250 Milliliter. Ich hasse die 500 oder 400 Milliliter haben, die schaffe ich nie. Die trinke ich nie zu Ende. Da habe ich mir bei Amazon irgendwelche Waldmeister Energy Drinks bestellt von PowerPoint. Ja, irgendeine No-Name-Marke halt. Kein Red Bull oder sowas. Aber Zombie, das Zeug ist schlecht. Ja, kommt vor. Mac ist es auch schlecht und trotzdem schmeckt es mir. Bin ich tot? Noch nicht. Bald? Vielleicht. Man weiß es nicht. Fehlt noch ein Spieler? Auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Aber wie ihr es kennt, putze ich mal kurz die Nase. Und in der letzten Folge hat übrigens jemand geschrieben, dass ihn der Soundtrack so unendlich nervt. Und hat gefragt, ob er mich auch nervt. Und nein, der Soundtrack, ich liebe ihn. Deswegen ist einer der Mitgründe, warum ich das Spiel gerne spiele. Es sind zu wenig Lieder, das kann ich zustimmen. Aber der Soundtrack an sich ist super gut. Also ich finde den klasse. Ich mag den echt gerne. Ha, Doppelkill. Das wollte ich nur geschafft haben. Wenigstens einen aufhalten mit meiner Existenz. Ich muss sie nur noch den einen da unten töten und dann steht es eigentlich ganz gut. Was wir irgendwie bisher noch nicht gemacht haben. Habt ihr keine Lust, ihn zu töten? Dann mache ich das. So. Dann färben wir hier mal alles ein. Und sobald ich auf der Minimap sehe, dass sich hier was zurück einfärbt, weiß ich auch, dass da die Feinde herkommen. Oh, wie wir da drüben einen Sniper haben, richtig cool. So, das färbe ich mal zurück. Okay, gewonnen. Perfekt. Da setzt noch einer seine Heulbeule da oben ein, aber. Die finde ich eh kacke. Die weicht man viel zu leicht aus. Diese Tintenrakete, die diesen riesen Kreis macht, die ist noch cool. Aber die Heulbeule, weiß ich nicht. Die trifft eh so selten. Okay, konnte 2 töten. Beschwer mich nicht. Nochmal 8 Punkte. 66, hä?
Yay, Level 18. Neue Waffen freigeschalten. Ich bin einer der letzten, der hier Level 20 erreicht. Es gab hier richtig viele, die am ersten Tag aber von Level 20 rumgerannt sind. Aber gut, so viel wollte ich das auch nicht spielen, das Spiel. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich spiele noch ein bisschen weiter, während ich hochlade, damit ich ein bisschen Geld bekomme und mir Zeug kaufen kann. Bis dann, euer Zimbelmann. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.